Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog-Eintrag. Und warum ich noch nicht reden kann und warum es 7 Uhr früh ist. Katastrophe. Sage ich euch gleich nach dem Intro. Ja, es ist 7 Uhr morgens. Da kann man einfach noch nicht reden. Katastrophe, wirklich. Viel zu früh für mich. Eigentlich wollte ich heute mit der Tanja laufen. Aber die Tanja hat mir heute Morgen abgesagt, weil sie fiebrig im Bett liegt. Das heißt, ich muss mich motivieren, heute alleine zu laufen. Gar nicht so einfach. Dabei hatte ich heute vor, ein bisschen mehr Distanz hinzubekommen mit der Tanja, was dann nicht so schwer ist, weil man Begleitung hat und Ablenkung. Aber jetzt muss ich mich um mich selbst kümmern. Scheiße. Naja. Ich versuche mal hier was abzureißen. Gucken, was passiert. Meine 5 Kilometer habe ich jetzt schon voll. Ich muss sagen, es macht einen Riesenunterschied, wenn man die Einstellung mitbringt, heute laufe ich länger. Und dann es einfach macht. Oder wenn man sagt, na, ich laufe jetzt mal gucken, wie weit. Man von vornherein keinen Bock. Aber heute, die ersten 5 Kilometer liefen eigentlich ordentlich, ohne große Probleme. Weiter geht's. Ich freue mich auf die nächsten 5. Naja. Mittlerweile bin ich bei 9 Kilometern angekommen. Sehr cool. Das heißt, wenn ich jetzt einfach so weiterlaufe und nach Hause laufen würde, wäre ich bereits bei 10. Aber ich glaube, ich mache noch eine Schleife und dann ist gut. Dann mache ich mir irgendwie, leg mir meine 12 zurecht. Und dann mal gucken, was passiert. Aber vielleicht bin ich auch im Arsch. Mal sehen. Aber ich bin jetzt schon recht zufrieden, weil ich habe die 9 und bin auch recht fit und nicht schon so kaputt. Läuft gut. Alles klaro. Wie geil ist das denn? 12 Kilometer habe ich jetzt gerade geschafft. Und ich laufe immer noch. Ich laufe weiter. Und das alleine. Ohne jemanden dabei zu haben. Nur mit meiner Musik im Ohr. Weltklasse. Ich bin gerade voll zufrieden und weiß, heute geht mehr. Eine Stimme in meinem Kopf sagt, lauf Junge, heute ist ein guter Tag. Ja, ich lauf mal weiter. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt ziemlich genau 15 Kilometer gepackt. 15 Kilometer gepackt. Und ich habe jetzt eine Zeit von 1,46. Was für alleine laufen, finde ich ganz cool ist für mich. Weil beim Panoramalauf zuletzt, bei dem Wettkampf, hatte ich 1,42,15 bei 15 Kilometern. Und beim Wettkampf ist man natürlich ein bisschen schneller unterwegs, dafür kaputter am Ende. Aber 1,46 alleine bei 15 ist cool. Ich laufe jetzt noch ein bisschen weiter, gucken, wie weit ich komme. Ich muss auf jeden Fall meine 16 packen, um nach Hause zu kommen. Und dann melde ich mich gleich. Es wird kaum jemand glauben, ich selbst nicht. Aber ich bin jetzt bei 17 Kilometern, sau stark heute. Ich bin zwar nicht sau schnell, aber sau weit. Für meine Verhältnisse sau weit, 17 Kilometer. Und das gibt mir die Gelegenheit, auf etwas hinzuweisen, wo ich teilnehme. Ich nehme nämlich teil an dem Programm Rosarios Next Top Athlet. Jetzt werdet ihr denken, was ist das denn? Ja, wir wollen ja zu Tough Mudder und dafür muss man trainieren. Und Rosario Battaglia, der Personal Trainer aus Wiesbaden, macht mit mir und einer anderen weiteren Gruppe verschiedene Leute, Tanja, Alex, Thomas und so weiter, macht Henning und Ralf sind auch dabei vom Panoramalauf, ein Training. Es werden insgesamt 12 Einheiten sein
und macht uns fit für den Tough Mudder. Und dazu gibt es natürlich auch ein Video oder Videos vom Training und das Intro von der Sendung, was wir in Kooperation mit Tough Mudder produzieren, seht ihr jetzt. Kilometer mit 20 Hindernissen. Die große Challenge. Rosarios Next Top Athlet. Ja, das war das Intro. Ich bin jetzt an dieser Stelle gar nicht so sicher, ob man es schon sehen kann. Auf jeden Fall demnächst bei Shoki Banuki New Television einfach mal in die Suchleiste eingeben. Wenn ich jetzt gleich ankomme, habe ich 18. 18, so wie es beim Tough Mudder verlangt ist. Und dazu, darauf bin ich echt sau stolz und ich bin gerade voll glücklich, dass ich das gleich schaffe. Bis gleich. Ich melde mich zu Hause. Mein Arm wird immer schwerer. Deswegen kann ich nicht mehr so halten, sondern noch so. 18 Kilometer habe ich das geschafft. 18 Kilometer hätte ich mir vorher gar nicht zugetraut, die so runterzulaufen. Jetzt habe ich es gemacht und du kannst auch anfangen mit Sport. Runter von der Couch, Sport machen. Jetzt und nicht morgen und nicht nächste Woche. Ich habe auch mal so angefangen und konnte gar nichts. Jetzt laufe ich 18 Scheißkilometer am Stück, ohne zu stoppen. Man merkt gerade den Stolz. Also, bis zum nächsten Sportblock. Cheerio, Miss Sophie.